Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Besuch in unserer Vault. Die betreten wir auch direkt mal und dann erzähle ich euch, was ich mir so an Neuerungen überlegt habe. Und zwar werde ich wahrscheinlich jetzt häufiger kleinere Aufnahmesessions machen. Einfach aus dem Grund, dass es dadurch vielleicht ein bisschen interessanter wird, weil ich dann die Leute länger rausschicken kann. Also ich habe mir überlegt, zum Beispiel heute werde ich jetzt kurz ein bisschen aufnehmen. Okay, die Vault steht noch. Soweit sieht alles gut aus. Ah, unser Kind ist da. Und wir haben Neuigkeiten. Moment, eins nach dem anderen. So, erstmal Neuigkeiten. Um dein Spielerlebnis so angenehm und störungsfrei wie möglich zu gestalten, haben Vault-Tec-Ingenieure einige spannende neue Funktionen eingebaut. Maulwurfsratten, Mr. Handy, Todeskrallen. Neue Katastrophen! Yeah! Maulwurfsratten und Todeskrallen. Mr. Handy, jetzt in Lunchboxen und im Store. Ziele angepasst und ausbalanciert. Fehlerbehebungen und Optimierungen. Okay, alles klar. Und wir haben ein neues Baby. Es ist schon wieder ein Junge, oder? Werden hier nur Jungs geboren? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Den Nachnamen kann ich noch nicht ändern. Den Vornamen kann ich ändern. Ja, der Error hat sich gewünscht, dass wir ein Baby Xaka nennen. Und er hat mich auch informiert, dass das ein Jungenname sein soll. Und von daher spricht nichts dagegen. Von mir aus nennen wir das Kind also so. Da müsste doch eigentlich unser Cyrus auch mittlerweile erwachsen sein. Ist er das? Nee, das ist Ramsey. So, Moment. Ach Gott, jetzt kommen wieder ganz viele Dinge auf einmal. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das wird immer schlechter. Ah. Nicht gut, nicht gut. F jetzt mittlerweile schon. Dabei ist doch eigentlich alles gut hier. Die Leute sind doch zufrieden. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hier ist ein Stufenaufstieg. Gott, was ist los? Alle Pakete halber Preis. Nee, will ich nicht. Ist okay. Braucht ihr mir gar nicht zu erzählen, ich werde hier nichts kaufen. So, was wollte ich sagen? Der Cyrus, wo ist der Cyrus? Das ist, glaube ich, Ramsey? Wie sieht denn unser Cyrus mittlerweile aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wo ist der denn? So, muss ich mal über die Liste hier schauen. Ramsey Cyrus. Da ist er. Macht Kaffeepause. Wo? Ach, da oben. Das ist Cyrus. So sieht er also jetzt aus. Ja, kann ich direkt mal schauen. Der hat einen hohen E-Wert. E, was war das hier vielleicht? Nee, da war A. Hier war P, da war S. Dann brauchen wir E noch eigentlich gar nicht. Aber dann kommt der Cyrus mal mit hier unten rein und schaut mal, dass er Red Away produziert. So, was wollte ich? Dann wollte ich den Jungen noch umbenennen, also den Nachnamen. Bald Boy. Das Pärchen hat jetzt schon drei Jungs gekriegt. Tonno und Missy. Ein Mädchen wäre auch mal nett gewesen. Naja gut, so, was ich mir überlegt hatte, da war ich eben stehen geblieben. Ich würde jetzt gerne jemanden rausschicken. Das ist das eine. Dann nehme ich kurz ein bisschen auf. Lass es dann ein paar Stunden ruhen oder, ja, vielleicht, ich weiß noch nicht, ein paar Stunden, keine Ahnung, für den Anfang vielleicht noch nicht ganz so lange. Und dann nehme ich nachher nochmal auf und hole denjenigen wieder zurück. In der Hoffnung, dass dann einfach, ja, ein bisschen mehr auch passiert, demjenigen, der draußen ist. Und, da sich einige beschwert haben, beziehungsweise hauptsächlich hier der Hex hat sich beschwert, er wäre ja kein deiner Mensch, der im Diner arbeitet, er wäre eher so der, ja, der Erkunder, der nach draußen geht. Von daher möchte ich es so machen, dass ich euch alle mal nach draußen schicke, damit ihr alle die Gelegenheit habt, ein Held zu sein und draußen irgendwelche Errungenschaften ja, zu erarbeiten. Keine Ahnung. Dinge zu finden und Viecher zu töten und so weiter. Und deswegen werde ich jeden mal rausschicken. Das heißt allerdings auch, dass ich natürlich Leute rausschicken werde, die von den Werten her vielleicht nicht ganz so dafür geeignet sind. Das ist natürlich dann die Frage, was denen passiert. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, das werden wir dann sehen. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wen ich denn für heute rausschicke. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht mal zwei Leute gleichzeitig rausschicke. Das Doofe ist nur, dass wir nur eine Rüstung bisher haben. Wir haben halt nur Waffen hauptsächlich und eine Rüstung. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, schicke ich den Caspelloni raus? Oder die Alex vielleicht mal? Ich weiß es nicht. Ach komm, nehmen wir den
Kasperloni, den schicke ich mal nach draußen. Dann kann der mal ein paar Abenteuer erleben. Der Casper, der Gute. Ja, Casper, wann kommt bei dir auf dem Kanal mal wieder was? Ich glaube, ich habe alle deine Videos gesehen, die du bisher gemacht hast. Wann kommt denn da mal wieder was nach? Da wäre ich doch mal gespannt. So, der bekommt die Schrotflinte mit. Ja. Und ja, ein Stimpak gebe ich immer mit. So, mach dich auf den Weg, mein Junge. Und bring coole Sachen mit. Vor allem eine Rüstung wäre halt mal geil, damit wir hier mehrere Leute rausschicken können. Das wäre super. So, eine Lunchbox haben wir gewonnen. Wenn da jetzt ein Mr. Handy drin wäre, wäre natürlich super. Schauen wir doch einfach mal. Na gut, ein rostiges Luftgewehr. Noch mehr Waffen. Kronkorken. Wasser. Und nochmal Kronkorken. Dann kann ich auch direkt mal schauen. Ach genau, jetzt haben wir 2 von 3 Waffen. Wie sehen denn überhaupt die Ziele aus? 3 Waffen, 5 Bewohner im richtigen Raum zu und 100 Energie. Malkov ist wieder aufgestiegen. Genau, ich wollte so nach und nach alle Räume verbessern. Und natürlich auch neue Räume bauen eigentlich. Nur geht das ja im Moment noch nicht, weil die Räume, die ich bauen kann, oder möchte, die ich bisher noch nicht bauen können, konnte, kann ich auch immer noch nicht bauen, weil mir immer noch Leute fehlen. Das ist natürlich blöd. Ein Radiostudio. Da fehlen mir noch Leute. Da muss ich vielleicht nochmal Tonno und Missy hier zusammen in die Baracken stecken. Oder vielleicht nehme ich auch mal ein anderes Pärchen. Wer möchte denn ein Kind kriegen? Ich weiß nicht, wir haben so wenig Frauen. Irgendwie, da muss ich die Alix nehmen oder so. Oder halt eine von den Unbekannten hier. Ich möchte dir ein Bild malen, irgendwelche Wünsche. Du sollst nicht malen, du sollst arbeiten. So, wer ist das? Jane Sanders und Virginia Turner. Mit wem könnten die denn mal anbandeln? Ich glaube, ich nehme mal hier die. So, jetzt kommt erstmal die Missy, kommt hier runter wieder. Die hat jetzt erstmal genug Kinder gemacht. Dann nehmen wir mal hier die Jane. Die kommt in die Baracke. Und wen packen wir denn dazu? Was? Ratkakerlaken! Katastrophe! Tut was! Tut was! Brauchen die da Waffen für? Wahrscheinlich, ne? Komm schon! Eklig. Yeah! Das habt ihr gut gemacht! Jetzt gebt eure Waffen wieder ab. Läuft doch super hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum alle das Spiel so schwer finden. Ich habe von anderen gehört, dass sie erst irgendwie 3, 4 Walls verkackt haben, bevor es ordentlich lief. Ich finde, das läuft super. Pro Gamer. So, dann gucken wir mal, was unser Casper gerade draußen erlebt. Ah, hat begonnen. Der Wall zählt auf mich. Ich muss weiter. Jawohl, das ist die richtige Einstellung. Ah, Radkakerlaken, Radkakerlaken, Jaguai. Jaguai getötet. Sehr gut, Casper. Ich bin stolz auf dich. So, hier haben wir ein neues Stimpack. Was? 3 neue Stimpacks? Cool. So, was wollte ich denn jetzt? Ich komme irgendwie mal total aus meinem Konzept. Genau, ich wollte mir einen Vater suchen. Ich möchte mir einen Vater suchen. Wer ist das hier? Der Steve. Möchte der Steve Vater werden?